Herzlich willkommen zur 8. Berliner Schulleitungstagung. Mein Name ist Martin Roth. Ich arbeite im Bereich der Führungskräftequalifizierung am Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg. Sie sehen hier oben drei Logos. Das ist dieses Jahr eine Neuerung, weil Hamburg und Berlin sich entschlossen haben, diese Tagung in Zukunft gemeinsam zu gestalten. Ja, selbst in sehr großen Räumen wie diesen hätten wir wahrscheinlich nur sehr wenig Menschen unterbringen können. Und deswegen haben wir uns entschieden, diese Tagung online durchzuführen. Wir alle hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr wieder physisch und live sehen können. Aber in dieser Situation steckt ja auch eine Chance dahinter. Und diese Chance heißt, dass wir Dinge neu durchdenken können und sehr viel mehr Leute hier heute zuschauen können. Offen sein für die digitale Welt heißt auch, bedeutet auch, sich etwas Neues auszuprobieren, Chancen zu sehen und nicht nur die Schwierigkeiten, die wir mit Sicherheit im Schulsystem immer haben. Manchmal funktioniert etwas in der digitalen Welt nicht gut und manchmal, glaube ich, hatten wir in den letzten Monaten richtige Aha-Erlebnisse, wo Dinge sich ganz neu aufgestellt haben und gestaltet haben. Ja, die digitale Welt besteht aber eben nicht nur aus Tools und Apps und Programmen, sondern sie stellt eigentlich viel weitere Fragen. Wie können wir gut zusammenarbeiten? Wie können wir gut kommunizieren? Welche Erwartungen haben wir aneinander? Und Kinder und Jugendliche lernen heute anders, als sie das vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren getan haben. Und außerdem brauchen diese Kinder und Jugendliche in der Welt, in der sie in der Zukunft leben werden, nochmal andere Kompetenzen. Diese Fragen und andere, die wollen wir mit Ihnen heute diskutieren, besprechen. Wir wollen Ihnen Impulse geben und hoffen, dass Sie das eine oder andere auch in Ihren schulischen Alltag mitbringen können. Ja, Sie sehen den ersten Teil dieser Tagung auf YouTube. Wir möchten Sie ausdrücklich einladen, den Chat zu nutzen. Geben Sie Ihre Ideen, Anregungen, Kritik, auch Zustimmung gerne im Chat bekannt. Herr Jankowski und Frau Hartmann und Frau Kersten, die werden den Chat betreuen. Und wir werden Ihre Ideen und Gedanken aufnehmen und dann auch den Referentinnen am Ende Ihres Vortrags 2 bis 3 Fragen dazu jeweils stellen. Für diejenigen, die sich übers Lisum angemeldet haben, geht es dann nachmittags ab 13.15 Uhr weiter. Wir sind ab 12.15 Uhr dann in dem Raum in AlphaView. Die Links dazu haben Sie bekommen.